Nachdem wir uns dann geeinigt haben, wer auf welcher Seite steht, was ein wenig länger gedauert hat, haben Frank Nimsgern und ich jetzt die richtige Position. Also seine Schokoladenseite und meine Nicht-Schokoladenseite. Aber gut, wollen wir nett sein und dem Frank das gönnen. Hallo Frank! Grüß dich, heiß ja aus. Was hast denn du so vor in nächster Zeit? Ich bin sehr gespannt auf neue Projekte von dir und auf was können wir uns freuen? Also das Letzte, was ich gemacht habe, ist in Babelsberg für CARE, Hilfsorganisation, ein Video, Film produziert zu haben und einen Song, Reach Out Your Hand, welcher jetzt am 14. Februar in Berlin innerhalb der Berlinale von, man soll es nicht glauben, von Hollywood-Star Sean Penn präsentiert wird. Und es ist ein Charity-Projekt mit ganz vielen Gaststars, wie zum Beispiel den No Angels, Sven Martinek, Klaus Wowereit. Ich habe also alle Prominenten, die wir kriegen konnten von Berlin, in einen Film gepackt, in mein neues Musikvideo Reach Out Your Hand. Und das wird das weltweite Marketingvideo für das CARE-Hilfsorganisation. Wir sind zurzeit sehr stark in Haiti natürlich tätig. Und mich freut, erstmal etwas zu machen, was nichts mit Musical zu tun hat. Und das ist das Erste. Und das Zweite, im Saarland mache ich zurzeit Schule ohne Rassismus, dieses Projekt. Also ich bin zurzeit sehr im Kämpfen für den Weltfrieden unterwegs. Frank Nimsgern unterwegs für den Weltfrieden. Ich finde, das ist ein schöner Satz. Hör mal, aber bei ganzem Weltfrieden, also ich meine, dass du im Moment nicht so Bock auf Musical hast, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, aber wir hätten doch Bock auf ein neues Musical von dir. Ja, es sieht auch so aus, dass wir Ende 2012 wieder mit etwas starten, aber ich will noch nicht verraten, wo das ist, was das ist. Und ich meine, ich mache das jetzt hier seit 12 Jahren, man darf das nicht vergessen, Paradise of Pain hatte vor 12 Jahren hier Uraufführung gefeiert. Ich habe seitdem im Saarland 6 Uraufführungen starten lassen und in Berlin nochmal 5. Und das war fast in jedem Jahr eine neue Produktion. Und irgendwann muss man sich auch mal wirklich neu definieren. Sonst sagen die Leute irgendwann, der kopiert sich irgendwann selbst. Und deswegen habe ich jetzt mal diese Charity-Projekte gemacht, die was ganz anderes sind, was normalerweise startet. Aber ich denke, 2012 kann sich das Saarland hoffentlich wieder freuen auf eine Produktion von uns. Ich freue mich sehr darauf. So, da ich ihm nicht entlocken kann, um was es geht in diesem Musical, frage ich ihn einfach mal, wie er denn die Location der Top-Party in diesem Jahr findet. Also letztes Mal waren wir, glaube ich, in St. Ingbert, Altes Schmelz. Sagen wir es mal so förmlich, da war es etwas übersichtlicher. Es ist halt ein bisschen schwierig, in einem Einkaufscenter so eine Atmosphäre zu schaffen wie in einem Zelt oder in einer Location, die halt etwas kompakter ist. Aber findest du das nicht super geil, wenn du an der Rolltreppe stehst und du guckst die Leute hoch und runter fahren und die fahren mit Abendklamotten darum? Ich meine, ich finde das Bild einfach zu geil. Und also ich mag ja auch, ich mag ja sicherlich Urbanes, aber das ist ja, die Mischung ist ja einfach, ich war hier noch nie und ich schaue mir das ganze Architektonische an und weiß jetzt gar nicht, auf was ich mich alles konzentrieren soll. Deswegen habe ich mir die Abendgarderobe noch gar nicht so angesehen. Ich habe einen Tipp für dich. Der Christoph Hartmann war auch noch nie hier zum Shoppen, genau wie du. Ihr geht am besten mal zusammen an einem ganz stinknormalen Samstag und guckt euch das an und geht nebenher noch ein paar nette Schuhe kaufen. Da kann ich eine schöne Anekdote erzählen, weil ich beim Christoph Hartmann beim Umzug geholfen habe, weil wir befreundet sind. Wir waren mal zusammen irgendwie in so einem Realmarkt und ich habe ihm den Einkaufswagen hinterhergeschoben. Und ich glaube, das hat irgendjemand fotografiert und hat gesagt, Nimsgern hat einen neuen Job, beim Hartmann angestellt zu sein, die Besorgung hinterher zu bringen. Deswegen, wir haben da schon Erfahrung beim Shopping. Okay. Hauptsache, also mir ist lieber, du schreibst so ein paar schöne Musicals und machst ein paar tolle Hilfsprojekte, bevor der Herr Hartmann den Einkaufswagen durch die Gegend schiebst. Ich danke dir fürs Interview. Danke dir.